Danke, Sebastian, für das Bild aus der Uckermark. Wahrscheinlich ein Drohnenflug haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der Blick in den Norden bzw. Nordosten mit strahlend blauem Himmel. Die Natur ist noch einigermaßen grün. Es fehlt hier aber der Regen wie in weiten Teilen Deutschlands. Und danach sieht es vorerst nicht aus. Grüße Sie und grüße euch. Und der Rückblick, heute geht es wieder auf den gestrigen Tag, zeigte ein deutlich zu warmes Tagesmittel. Rund 3 Grad war es zu warm. Am kühlsten an der Ostseeküste mit 10 Grad und rund 19 Grad waren es im Südwesten und das ist hier definitiv ein hochsommerlicher Wert vom Tagesmittel her gesehen. Und wenn wir uns die ganzen Tagesmittel anschauen, das haben wir hinter uns und diese Berg- und Talfahrt haben wir vor uns. Und am Schluss, das wäre dann rund die Mitte der dritten Dekade, hätten wir ein Plus von rund 2 Grad, also ein deutlich zu warmer Mai. Aber er ist ja nicht deutlich zu warm, nicht nur, sondern auch zu sonnig bisher schon. Wir hatten bis zum 8. etwa 29%, entspricht ungefähr 58 Stunden. Und mit dem gestrigen Tag, der brachte nochmal rund 12,5 Stunden, sind wir dann bei 35% und 70 Stunden Sonnenschein, also sehr sonnig für die ersten 9 Tage. Umgekehrt sieht es beim Niederschlag aus. Da ist bisher wenig runtergekommen, 8 Liter im deutschlandweiten Mittel, wobei das meiste nur im Süden runterkam und das entspricht 9%. Die Frage ist, was kommt denn jetzt noch alles dazu? In Sachen Sonne werden wir bis Sonntag 35 bis 70 Sonnenstunden dazu bekommen. Weniger im Norden, mehr im Süden. Interessant ist, jetzt gehen wir noch mal kurz zurück. Im Süden war es ja bisher nicht so sonnig, dafür im Norden sonnig. Das wird jetzt damit ein bisschen ausgeglichen werden. Also, es wird eine sonnige, aber auch windige Woche. Darüber haben wir gestern ausführlich gesprochen. In Sachen Niederschlag sieht es mau aus. Das europäische EZMWF-Modell macht für die kommenden 10 Tage nicht bis zum 9., sondern bis zum 19. 0 bis 15 Liter im Norden und 0 bis 30 im Süden. Interessanter wird es dann, wenn es über diesen Zeitraum hinausgeht. Das amerikanische GFS-Modell berechnet mit dem 12er von gestern Abend 5 bis 55 Liter im Norden und 15 bis 135 im Süden. Der Alpenraum ist dabei besonders prädestiniert für viel Regen, übrigens im Osten Österreichs. Da, wo auch der Regen fehlt, fällt relativ wenig. Und mit dem sogenannten 18er-Lauf, dem Nachtlauf, haben wir 10 bis 40 Liter im Norden und 15 bis 150 im Süden. Und auch hier wieder im Osten Österreichs sehr wenige Niederschläge. Es sieht also nach einer zunächst noch trockenen Zeit aus. Mit folgender Wetterlage. Wir sind heute und morgen am Rande des Hochs. Da wird Warmluft herantransportiert und im Vorfeld dieses Tiefs hilft das Tief noch mit. Die Luftmasse steigt auf über 10 Grad in 1500 Meter, geht dann später wieder zurück. Bedeutet, da kann man rund 15, 16 Grad locker draufrechnen. Und dann kommen wir zur Wetterlage am Samstag. Da zieht über den Norden ein Streifschuss durch mit einem Tief, hochreichende Kaltluft. Es wird windig werden. Im Süden dominiert dann eher der Hochdruck mit auch hohem Geopotential in 5,5 Kilometer Höhe. Das heißt, hier haben wir mehr Stabilität in der Atmosphäre bei um und über 10 Grad von der Luftmasse her im Süden und etwas über 0 Grad im Norden. Großes Temperaturgefälle. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Nächste Woche Dienstag, da wird es wieder spannender. Die Omega-Lage baut sich wieder auf. Ein Hoch draußen, ein Tief draußen auf dem Atlantik pumpt warme Luft an dem Hoch vorbei Richtung Island und auf der anderen Seite das Tief, das kalte Luft mit ansaugt aus dem Baltikum bis ins östliche Mitteleuropa und wir in Deutschland liegen genau dazwischen. In der Höhe haben wir zwar die Wärme, aber bodennah kommt dann die kühlere Luft herangezogen. Das heißt, wir haben einen kühlen Nordosten und einen warmen Südwesten auf der Iberischen Halbinsel und im Süden Frankreich. Da wird es richtig heiß. Vor allen Dingen Frankreich bekommt dann hochsommerliche Temperaturen, speziell im Süden Frankreichs. Der heutige Tag bringt uns im Südosten Sonnenschein. Es ziehen aber so dünne, hohe Wolkenfelder auf. Der Nordwesten bringt kompakte Wolken und später ein bisschen Regen. Es wird nicht viel Regen sein, aber es ist eben bewölkt und regnet. Ansonsten kann es mal über dem Schwarzwald, der Alp, dem Bayerischen Wald und den Alpen einzelne Regenschauer geben. Der Wind ist ziemlich unangenehm unterwegs, frischt immer stärker auf und kommt aus südwestlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen unter den Wolken an der See bei 14 bis 20, sonst bei 21 bis 27. Im Südwesten bei bis zu 29 Grad. Und erinnert euch, gestern haben wir darüber gesprochen, dass wir für den Montag irgendwo eine 26,5, 26,6 oder 26,7 bekommen könnten.
Und in Trier hatten wir den Höchstwert übrigens von 26,5 Grad. Also gerundet, aufgerundet 27 Grad. Der Mittwoch wird dann wieder sonniger werden. Im Norden sind ein paar Schauer unterwegs. Sonst mal lockere, mal dichtere Wolken, meist lockere Wolken. Verschiedene Wolkengattungen, ein paar ganz dünne, hohe Wolkenfelder. Dann ein paar bauschige Quellwolken und viel Sonnenschein dabei. Allerdings auch viel Wind. Starker in Böen, auch stürmischer Wind aus südwestlichen Richtungen. Im Norden bei 16 bis 24, sonst bei 25 bis 31 Grad. Es wird in weiten Teilen Deutschlands der erste so richtig warme Tag werden. Vor allen Dingen im Süden ist ein erster Hitzetag möglich. Am Donnerstag starten wir im Norden mit ein paar Schauern und Gewittern. Die ziehen dann ab. Später sind nur noch wenige Schauer unterwegs. An der See wird es sehr sonnig. Im Süden gibt es über dem Bergland ganz vereinzelte Schauer. Und auch einzelne Schauer und Gewitter bilden sich speziell am Alpenhauptkamm und südlich davon. Und der Wind, er dreht ein bisschen, kommt aus West bis Nordwest und weht stark bis stürmisch. In Schauernähe frischt er dann auch ordentlich auf. Im Norden, rund um die See, sind es noch 12 bis 16, sonst 17 bis 25. 20 Grad. Die Temperaturen gehen also deutlich zurück, außer im Osten Österreichs. Da bleibt noch die Restwärme mit 26 bis 31 Grad. Am Freitag dann weiterhin Westwind, im Norden vereinzelte Schauer, ebenso im Alpenraum. In der Mitte strahlend sonnig bei bis zu 26 Grad, sonst 17 bis 25, an der See 12 bis 16 Grad. Am Samstag dreht der Wind dann auf nordwestliche Richtungen. Im Nordosten sind ein paar Schauer unterwegs, im Südwesten ist es sonnig, die Temperaturen ändern sich wenig. Und am Sonntag, das haben wir eben an der Wetterlage gesehen, haben wir eine Zweiteilung. Im Nordosten, bei den Temperaturen wechseln sich ebenso wie im Rest Sonne und Wolken ab, wobei die im Nordosten noch ein bisschen dichter sind. Rund um die Steiermark und auch Kärnten Richtung Karawanken, teils auch noch Burgenland, besteht über den Bergen ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. Der Wind ist im Nordosten noch ruppig, sonst schwächt er sich ab, dreht auf nördliche Richtungen und die Höchstwerte erreichen im Nordosten 14 bis 21 und in der Südwesthälfte 22 bis 29 Grad. Schauen wir in die Mitte rein. Was macht das Ensemble vom amerikanischen GFS-Modell? Ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Und die weiße Linie das Mittel aller Berechnungen, die wir in Bund finden. Unten sind die Niederschlagssignale. Und gleich kommen wir noch zum europäischen EZMWF-Modell. Aber das amerikanische GFS-Modell macht ja hinten raus mehr Niederschläge. Da soll es in der letzten Dekade mal wieder Regen geben, aber erstmal abwarten. Sonst sind sehr wenige Niederschlagssignale dabei. Die Temperaturen gehen Richtung Wochenende zurück. Und in der nächsten Woche kommt der nächste Wärmeberg herangezogen. Und erst Richtung Ende Juni passen sich die Temperaturen dann wieder dem langjährigen Mittel an. Schauen wir auf das europäische EZMWF-Modell. Das ist trendmäßig wärmer mit seinen ganzen Läufen. Nur wenige sind kühler. Erst hinten raus geht es in Richtung langjähriges Mittel. Und mit den Niederschlagen verhält es sich Niederschlägen verhält es sich ähnlich hinten raus. Ja, da ist man niedergeschlagen, wenn es zu wenig regnet. Am Ende des Vorhersagezeitraums gibt es da ein paar Regenschauer und Gewitter mehr. Bis später.